Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von The Sims 4 und ich habe schnell die, wir haben dir einen Fehler beim Test zugegeben, bla 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 gemacht. Hier seht ihr es nochmal. Das war die Frage beim Beenden des letzten Partes. Ja, mal gucken, weil, wie gesagt, ich habe das Thumbnail eigentlich schon ein bisschen angepasst gehabt mit ihr als Kind. Mal schauen, was uns jetzt erwartet, denn durch den unvorhergesehenen Nakidai-Eklat habe ich mich entschlossen, ja, hier, ne, Arkaden, ja, eine Sache freischalten zu lassen, die ein bisschen wahrscheinlich für Chaos sorgen wird. Und deswegen werden wir jetzt auch mal umziehen, würde ich sagen, mal wieder, wenn sie heimkommen. Denn wir brauchen auf jeden Fall ein größeres Haus. Außerdem ist das hier ein bisschen nervig, dass die Leute immer so blöd hierher kommen. Was? Arkaden schließt eine Aufgabe früher ab als erwartet. Was soll ich jetzt machen? Über Kunst recherchieren, Musik hören. Mal recherchieren. Leistungsverbesserung mittelgroß. Kurzer Blick auf die ästhetische Schönheit inspiriert Arkaden, dieses Element in seine alltägliche Arbeit aufzunehmen. Alle bemerken sofort die Veränderung und loben Arkaden für seine unkonventionelle Denkweise. Leistungsverbesserung mittelgroß. Cool. Ja, wir müssen aber noch irgendwann einen Fall lösen. Und da müsste man mit hingehen. Sie ist jetzt schwanger. Essen für zwei. Wir werden Naja, wobei, ich muss mir gar nicht so viel Angst machen, weil jedes Mal, wenn ich es darauf anlege, Zwillinge zu bekommen, wird's nichts. Dann kommt nur ein normales Kind auf die Welt. Also von daher bin ich jetzt doch noch nicht so ganz geschockt, Angst erfüllt. Ja, ich red's mir gerade schön, lasst mich in Ruhe. Sup! Auf jeden Fall. Ja, wir werden sehen. Hat jetzt eigentlich irgendjemand die Hundekacke von meinem Haustür weggemacht anscheinend? Oder sie ist einfach mal so verschwunden? Sollte noch mal irgendwann wieder Tiere untersuchen, aber... Oh nein! Allens Hund ist krank. Oh, komm. So. Allen, geh mit deinem Hund zum Tierarzt, bitte. Kannst du bitte mit deinem Hund zum Tierarzt gehen? Tierarzt gehen! Naja. Alan hat keinen Bock. Der denkt sich, ach, why? Ist doch so schön, wenn der Hund alles voll sabbert da vorne. Ich kann gerade den Tierarzt nicht eröffnen, weil ich hier noch auf Arbeit bin. Ja, lass uns das mal ein bisschen vorspulen. Die Putze war auch noch nicht da übrigens. Wieder mal. Ach, da vorne dann herum. Die kommt aber auch nie ins Haus. Die sagt dann nur immer, ja, es ist nichts zu machen. Schön. Was heißt ihr gerade noch befriedigen? Ihr seid wohl ein bisschen bescheuert, oder was? Sie hat jetzt zwar momentan Dreier, ja und? Das so. Und dann kannst du noch in der Dusche singen, damit du das hässliche Outfit herunter hast. Gott, die wird sich ja denken, wieso muss ich schon wieder schwanger sein? Steigt. Perfekt. Die Katze schnarcht so laut. So. Ja, ins Bett bringen, genau, super.
see what Kimba? Pator. Where's a beery sortle? Ha. Not bad. Oh, sleekum. Oh. Oh, das ist aber niedlich. Haspa. Oh. Kelka. Shidei. JB. Yeah. Aha. Was hat sie denn? Shibi Jabina. Exuna Bay. Shaley. Miko Bies. Pep Noi Patoi. Snow Bay Fleezer. Rabla, Karshi, was ist die Nuki? Ach, die pennt noch. Tork, Nuba, Jay. Ihr Flamonor? Ta. Ihr Kanan Amil. Glenka, Kor, Kwol. Chura, Fibu, Barza? Burba, Vera. Sturm, Yaru, Abodaz. Lunkaz, Ihr Kanan. Namiladu. Jessene Simba. Wir ziehen um nach Timbuktu. Bitte, bitte. Nein, Yusiem jetzt nicht. Weil sonst werden wir wieder nackt baden versehentlich. Und dann muss ich noch 50 Kinder kriegen. Das überleben meine Nerven nicht. If you know what I mean. If you don't know what I mean. Now you know what I mean. Okay, wir ziehen hier hin. 5 Schlafzimmer. Ja, wenn die Zwillinge oder Drillinge oder Fuchsklinge kriegt, ein Schlafzimmer für die... Oh mein Gott, das wird furchtbar. So viele Kinder. Aber wir ziehen in die Nähe von Magic, der verrückten Hundedruller und von meinen Mods. Das ist doch schon mal cool. Also hier, die Umgebung ist ja auch nicht schlecht. Ich bin jetzt zwar da nicht mehr so nah bei Raffi und bei Selena, aber die kommen bestimmt oft zu Besuch. Außerdem arbeite ich ja hier noch beim Tierarzt. Deswegen, ne? Ich könnte auch bei Raffi und Selena einziehen. Die würden sich bestimmt freuen. Nicht. Wir verkaufen. Ist dann das Haus leer? Das ist jetzt die Frage der Fragen. Ja, zur Not. Ich habe es ja noch mit Möbeln. Also kann ich das einfach jederzeit wieder hinherstellen. Oh, wie süß Siva in der Hand hält. Ziehen um. Yay, größeres Haus. Mein Kaffee ist kalt übrigens. Es geht im neuen Jahr genauso weiter wie im alten. Ich vergesse grundsätzlich meinen Kaffee zu trinken und ja. Der Computer verfügt über eine Interaktion mit dem neuen Baby, Kleinkind oder Kind adoptieren kannst. Das ist mir wohl klar. Anwesen Meeresbrise für die Familie Ravenheart. Wie ihr hier seht, hier kann man da mit dem Hund spielen. Hier ist ein Pool. Hier ist ganz viel Freiraum. Hier ist eine riesen Küche. Wir haben eine kleine eigene Disco. Also hier würden die Partys dann aber mega. Wenn die Partys dann kein Erfolg mehr werden, dann weiß ich auch nicht. Hier ist ein kleiner... Packdings, die innen drin. Hier ist das Elternschlafzimmer, Kinderschlaf, also Kleinkinderzimmer dann. Ja, da werde ich wahrscheinlich dann noch ein Bett reinmachen müssen bei meinem Glück. Yay! Hier ein Zimmer, da ein Zimmer, überall Zimmer. Wir haben ganz viel Platz. Also, so schnell. Das ist dein Bett. Was ist traurig? Bist du blöd? Was auch immer das wieder für ein Schwachsinn ist. Das ist euer Zimmer. Ja, könnt ihr gleich mal das Bett einweihen. Viel Spaß. So. Und du kannst...
Moment. Das machen wir jetzt erstmal gleich ganz anders, weil ihr wisst ja, wie das mit diesen Futternäpfen war. Nämlich scheiße. Deswegen. Was ist das denn hier? Sandro Sandmann. What the heck is this? Mhm. Waren das die Neuerungen, die man gekriegt hat? Ja, wow. Hättet ihr mal lieber ein Patch rausgebracht, das nicht immer so buggy ist. Da wäre ich echt ein bisschen glücklicher geworden darüber. Das müsste jetzt aber weit genug auseinander sein, also. Komm her. Füllen. Füllen. 3 Stunden. Nein, ich will einer Gruppe Gartenzwerg nicht beitreten. Was ist das überhaupt für ein Name? Seid ihr dumm oder was? Hier, die blubbeln. Jetzt muss ich mich erstmal an das Haus hier wieder gewöhnen, ey. Automatischlichter, dieses Zimmer. So, das Zimmer braucht nicht dauernd beleuchtet sein. Okay. Aber ansonsten, was müssen hier so eine... Ach so, weil da Schränke sind. Weil die hoch sind und deswegen sieht es dann aus, als wenn da nichts wäre. Was ist das für ein Schwachsinn? Naja, egal. Ich weiß ja, dass was ist. So, Spaß. Komm mal her. Wo ist Inuki? Kannst du mit dem Hund spazieren gehen? Streicheln. Weesha! Sparf! Jetzt stell dich nicht so an. Okay. Dann kannst du nicht mit dem Hund Gassi gehen? Wow. Ja, da habe ich aber gar nicht einmal so schlecht eingerichtet, muss ich sagen. Ach, hier habe ich ja so Futternäpfe gemacht schon. Naja. Füllen. Füllen. Der kann dann alle 6 Stunden, das passt.
Oh Gott, ist ihr übel? Ja. Ich muss mich echt erst in dem Haus zurechtfinden. Gerade das Kind hat überhaupt keinen Spaß. Sorry, das muss ich jetzt mal ganz kurz machen. Auch wenn wieder ein paar Nöbacken dann sein werden, aber ich habe da gerade echt keine Lust drauf. Dass die da unter Trauer schiebt. Die hat das aber jetzt erst, nachdem wir umgezogen sind, weil vorher war sie nämlich happy, außer Spaß. Katze haut ab, weil die findet das Duschen scheiße. Wir kündigen jetzt erstmal unseren Job. Auch wenn das normalerweise nicht der Ding ist, weil man ja in RL eigentlich Babyurlaub kriegt, ne? Aber hier kriegt man halt keinen. Also. Nur das bisschen. Und das bringt mir nichts, wenn ich dann hier, wer weiß, wie viele Kinder habe und bin die ganze Zeit weg und muss Babysitter engagieren. Das ist auch nicht sinnvoll. So. Du kannst dich ein bisschen ausruhen. Du kannst. Rick? Ja, viel Spaß. Wer ist Rick? Kannst auch mal ein Ründchen schlafen. Oh Gott, sie ist komplett überdreht. Das ist schön. Das Kind hat einen an der Waffel. Schlabberschmatz im Arm. Ja, wenn das Kleinkind auf die Welt kommt, hat es hier auf jeden Fall schon mal ein Zimmer. Ich muss halt da noch eine Babywiege reinstellen. Und wenn dann das... Oh nein. Oh je. Und wenn die dann Erwachsene oder halt Kinder sind, dann kann man ja hier auch noch ein Bett reinmachen, wenn es jetzt mehrere sind. Und bis dahin ist sie vielleicht ein Teen und hat dann hier ihr eigenes Zimmer und dann ist gut. Also ich habe eigentlich eh schon fast an alles gedacht. Ach, Inuki schläft jetzt hier mit. Okay. Ich wusste gar nicht, dass ich so ein Halstuch mit ausgesucht habe. Der hat jetzt ja die Kleine einfach gepackt. Ja, hast du es jetzt bald? Entspann dich mal ein bisschen. Hey, ich dusche mich mal nackt vor dir, okay? La 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 la. Da geht's eh auch wieder ein bisschen besser. Sechs Stunden bis zum Unterricht. Na dann. Ja. Was uns dann hier noch so erwartet, sehen wir dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Über einen Daumen nach oben und netten Kommi würde ich mich natürlich auch wieder sehr freuen. Und ihr könnt jetzt schon mal anfangen zu raten, ob wir Zwillinge kriegen oder nicht. Oder Trillinge.
Oder ob es ein Junge, Jungs werden, Mädchen oder was auch immer. Lasst es mich wissen, was ihr so denkt, was uns vielleicht erwarten wird oder bevorstehen wird. Und mal gucken, was dann letztendlich eintrifft. Bis zum nächsten Mal, sage ich wie immer. Ciao, ciao.